Schalömmchen und herzlich willkommen zu einem sehr spontanen Mini-Let's Play in Assetto Corsa in der Version 1.16.3. Ich befinde mich hier in einem Online-Rennen. Ich bin gerade schon mit einem Kumpel hier auf dem Red Bull Ring gefahren in der GT3-Klasse. Wir haben jetzt einen Server gewechselt, sind auf einem neuen Server. Qualifying lief gerade ganz gut eigentlich. Ja, Vierter. Ist eigentlich ganz gut. Der Alexander Frolov da oben, der fährt so eine abartige Linie. Den hatte ich gerade auf einem anderen Server schon vor mir. Echt zu krass, was es für Leute gibt, wie die fahren können. Im letzten Rennen hatte ich noch die Shader-Mod an und habe mich dann gewundert, warum die Autos so beschienen sind. Ich habe es jetzt deaktiviert, denn ich hatte Frames-Einbrüche natürlich dann auch. Ja, wir fahren hier 10 Runden auf dem Red Bull Ring in Österreich. Das hat ganz gut gepasst, weil ich davor noch in Project Cars gefahren bin. Jetzt aber Konzentration. So, ich bleibe mal hier, weil ich habe Angst vor dem Lamborghini hinter uns. Mr. McLaren, McLaren fährt vor uns. Boah! Es tut mir leid, ich habe kalte Reifen. Jetzt hat es mich weit rausgeschoben. Beim letzten Server hatte man Heizdeckchen auf. So, und der Frolov, der heizt hier die Reifen auf. Ja, dem Porsche geht's genauso. Hier. Mr. McLaren im Porsche. Ja. Mache ich auch nicht alle Tage. Erstens, dass ich euch mitnehme auf so ein Online-Rennen, war jetzt echt eine spontane Idee, weil es so gut lief. Und ich mache es auch nicht oft, dass ich auf einem Server fahre, wo es keine Heizdeckchen gibt. Weil wenn ich auf einem Server fahre, dann soll es meistens kurzlebig sein, also so ein kurzes Rennen sein. Ja, und dann sieht man die Linie von diesem Alexander Frolov abgefahren, wie der die Curbs mitnimmt. Ich bin vorher im McLaren 650S GT3 gefahren, hat sich viel schwieriger schnell fahren lassen, also hat sich dann gut angefühlt, als ich am Setup rumgefummelt habe und ihn so eingestellt habe, wie ich das brauche, aber der Ferrari, da habe ich jetzt eigentlich gar nichts gemacht. Und kam gleich auf dieselbe Rundenzeit. Warum bin ich eigentlich Dritter? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Oh, zu früh eingelenkt. Diesen gelben Poller da an der Curb-Innenseite, den muss man meiden. Ich frage mich, wo mein Kumpel ist. Fratz nennt er sich. Boah! Okay, ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Ich gehe mal raus und lade die Wiederholung und melde mich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe es mir gerade schon angeguckt. Ihr macht einfach die Augen auf und guckt auf den Bildschirm. Ich finde es absolut krass. Da vorne fährt der Alexander Frolov. Also der fährt absolut gut. Der fährt einfach mal 2 Sekunden besser oder anderthalb besser als die anderen hier. Und ich glaube, der macht das just for fun und lädt da auch Sprit rein ohne Ende, damit er noch eine Challenge hat. Ja, und dann passiert das. Und wenn man jetzt die Replay, wenn man die jetzt anhält an der Stelle, dann sieht man, zack, dass der Alexander Frolov hier vorne weg ist und jetzt plötzlich hier auftaucht. Ja, mein Ping, ich habe gleich nach rechts oben geguckt, hier, wenn man online fährt, wird rechts oben der Ping angezeigt. Der war exzellent, der war grün auf 35 oder so, so gut ist er selten bei mir. Normalerweise habe ich so einen Ping von 45, ist aber auch noch grün und alles gut. Und das sollte ich eigentlich nicht springen. Und ja, bei dem Alexander, keine Ahnung, wie es bei dem aussieht. Ja, total doof, wenn man online unterwegs ist und selber hat man eine gute Verbindung, aber der andere halt nicht. Und dann, ja, passiert sowas. Jetzt wollte ich euch eigentlich mitnehmen auf ein tolles Rennen und ja, jetzt hat es mich rausgekegelt. Aber ja, vielleicht klappt es noch ein anderes Mal. Macht's gut und auf bald. Das war ein kleiner, kurzer Einblick ins Online-Rennen. Ciao.